Hallo, ich bin die Gaia und ich zeige euch heute, wie man ein ganz einfaches Brot zusammenrührt. Dazu brauchen wir unsere drei Sorten Körner. Die Schüssel. Wir geben die Körner in die Schüssel. Und leeren das Wasser rein. Und dann rühren wir es ein bisschen um. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Die Körner müssen erst einweichen und dann machen wir weiter. Jetzt bin ich wieder da. Die halbe Stunde ist schon vorbei. Jetzt können wir weitermachen. Hier sind die Zutaten. Agavendicksaft, Öl, Salz, Hefe und Joghurt. Hier haben wir noch Dinkelmehl und Wasser. Jetzt kommt alles hier rein. Jetzt müssen wir es alles umrühren. Das mit dem Rühren wird immer schwerer und schwerer. Wenn ihr es alleine nicht schafft, dann hilft ihr bestimmt euer Mama und Papa. Das müssen wir ungefähr 3 bis 5 Minuten gut rühren. Der Teig muss jetzt noch eine halbe Stunde stehen bleiben. Da kommt er in die Backform. Das zeige ich euch. Der Teig ist jetzt aufgegangen. Jetzt können wir unser Brot weitermachen. Jetzt fetten wir die Backform. Wir nehmen den Sesam und den Sonnenblumenkerne und machen sie dann da rein. Jetzt machen wir den Teig rein. So, jetzt mache ich meine Hände nass. Und drück hier ein bisschen oben, dass es glatt wird. Jetzt nehmen wir ein Handtuch und legen ihn drauf, bis der Teig fast bis zur Rand hochgegangen ist. Und jetzt stelle ich den schon mal neben den Ofen. Die halbe Stunde ist schon vorbei. Mal sehen, was das dann ist. Wow, es ist aber aufgegangen. Jetzt müssen wir es noch schneiden. Und dann kommt es in den Ofen. So, jetzt kommt es in den Ofen. Und jetzt bleibt es da 50 Minuten stehen. Und dann kann man es schon mal rausholen. So, die 50 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt können wir unser Brot rausmachen. Jetzt geben wir das Brot auf das Gitter, damit es nicht anfängt zu schwitzen. Jetzt ist unser Brot fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir noch einen Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!